Hallihallo, Hallöchen, Leute, und herzlich willkommen zurück. Ich wollte eigentlich jetzt abspeichern unseren Kram, aber ja, da hat mich der nette Pete hier angehalten für einen kleinen Botengang. Bring Petys Paket zu Beatrice. Machen Ja, wir auch okay. mal. Thanks. Habe ich schon gesagt, Let's Play Canem Edit? EP und so weiter. Egal. Jedenfalls bringen wir jetzt das tolle Paket, was wir hier haben, zu Beatrice. Beatrice war, glaube ich, die Fette, die wir geküsst hatten. Die etwas stabil gebautere. Ich bin mir jetzt aber gerade nicht sicher. Wir machen es einfach mal. Wir sehen ja sowieso, wer es jetzt gleich sein wird. Ja, also, das ist jetzt gerade eines dieser Sonderaufträge. Diese Sonderaufträge sieht man immer durch. Ach, das ist Beatrice. Diese Sonderaufträge sieht man immer durch diesen blauen Pfeil über den Kopf. Obliged. Küss mich dafür, komm. You can count on Jimmy. $5, geil. Ach doch, das ist bla 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 auf dem Radar. Ja, schön, okay. Ich überlege gerade, wir können ja gleich eigentlich die nächste Mission machen. Brauche ich jetzt auch nicht abspeichern, ich meine. Wie wahrscheinlich ist es, dass. Es ist eigentlich sehr wahrscheinlich. Ich wollte gerade sagen, wie wahrscheinlich ist es, dass die PlayStation 2 abstürzt, aber das ist sehr wahrscheinlich. Oh, Kacke. Wir gehen auf jeden Fall mal ganz kurz hier trinken. Komm schon. Leben komplett voll? Ja. Kurz lesen. Was gibt's denn hier noch? Nicht witzig. Könnte der Witzbold, der meinen Spind mit Wasserbomben gefüllt hat, das bitte lassen? Ah, genau. Aha. Wer Mädchen schlägt oder belästigt, wird von den Präfekten umgehend in das Büro des Rektors gebracht, wenn er dabei erwischt wird. Okay, also Mädchen schlagen oder belästigen ist uncool hier. Ja, natürlich. Wie sagt man ja so schön, Emanzipation, Gleichberechtigung und so weiter, aber wenn es irgendwie was gegen Frauen ist, du. Ja, also Frauen dürfen Männer beleidigen. Männer dürfen Frauen nicht beleidigen. Genau. Tell them I was nasty to you. Shut up, Gary, you're such a jerk, man. Oh, am I, Petey? Oh, you're so cutting. I'm really upset. Actually, I think I'm gonna go cry. Then I'd be just like you. Cry, little girl. Oh, look out. Here comes Jimmy. Just knock it off, Gary. You're out of line. Oh, I'm sorry. I didn't realize I was hanging out in the girls' dorm. Silly me. Shut up, man. You're boring. Boring? I'm boring. You're none too interesting yourself, friend. Psycho. Look, I'm sorry, both of you. I apologize, okay? I just get a little jealous. I apologize. Forgive me. Forget it. It's cool. Anyway, forgive me. I've got a good idea for some fun. Let's go out and torment someone really helpless and unfortunate. That homeless guy. Come on. Den obdachlosen Penner? You coming, little Petey? Come on, I'm sorry. I'll give you a kiss if that's what you want. Shut up. Then come on. Jimmy möchte bestimmt einen Kuss haben. Immerhin gibt er 25% mehr Leben. Los, Gary, küss Jimmy. Nee, obdachlosen Penner. Ich glaube, das ist der Typ, der hinter den Schulbus da lebt, wo ich erst hingehen wollte. Ich weiß nur nicht mehr, was der für eine Rolle spielt. Aber ich glaube. This is gonna be Genau, hinter fun. den alten Schulbus, genau. So. Bum 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 bum. Oder war die geile Rothaarige? Das ist die Olle, die mich geschlagen hatte. Beziehungsweise die mir vorhin die Eier getreten hat. Ich bin im falschen Weg gegangen. Klasse. Aha. Hier kommt nur ich lang. Die kommt da echt nicht lang. Oder? Die kommen mir doch lang. Aber nur Pete. Gary ist zu blöd dafür. Gary ist echt zu blöd. Ah, doch nicht. Na komm, wir gehen einfach. Was? Mit wem soll ich mich jetzt hier? Wollt ihr mich verarschen? Ach kommt. Oh, ich habe keinen Bock, mich hier zu. Oh, falscher.
Gibt's hier keinen Friendly Fire oder sowas? Komm, wir nehmen jetzt einfach meine Waffe. Ist mir scheißegal. Hier, Waffengewalt. Vorsobin. Au. Voll cool von dir. Jo, Mama, habt ihr gehört? Bam, bam. Bam. Alter, der haut echt gut zu. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Gleich ist nämlich die Nachtruhe. Da sollte ich mich hier draußen nicht mehr blicken lassen. Ich kann mal ganz kurz hier noch ein paar Mormen einsammeln. Die sind ja doch nützlich. Jetzt lass mich durch. Alter. Sowas ist ja etwas, was ich gar nicht leiden kann. Oh, Gummiband. Ein blaues Gummiband. Ich hab ein Gummiband. Na, 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 na. Ah, mal gucken, was der obdachlose Penner jetzt für uns zu bieten hat oder zu tun hat. Ich weiß es echt nicht mehr. Ich weiß nur, dass es da einen gab. Und was macht der so? Where is this dirty old perv? No, you're not very nice, Gary. And you're a loser. One of life's unfortunate. So I guess the rumors are true, Jimmy. Your dad does live on campus. You jerk! Let's leave this guy his welfare payments. Come on, let's get out of here. Just get out of here, kid. Why should I? Because otherwise I'll kill you. What's your problem? That's a long story. You got any liquor? No, I'm 15. Well, what about drugs? No. Then why shouldn't I kill you? All right then, tough guy, kill me. You know what, kid? I like your style. You got guts. When I was on that ridge in Korea, watching my buddies get killed by friendly fire, I could have used somebody like you. Yeah? Thanks. But I bet you can't fight. You do me a favor, and I'll show you some real moves. Classified moves. Real special army stuff. Cool. Just get me a part for my radio and I'll show you what the army taught me. What, like how to get shot by your own side? Exactly. Okay. So, mal gucken, was müssen wir holen? Finde einen Transistor. Finde das Transistor-Tor und bringe es in dem Landstreich, damit er dir ein paar Kampfmoves zeigt. Und wir sollten das auch schnell machen, wenn ich das richtig sehe. Mal kurz auf die Karte gucken, damit ich hier nicht wirklich irgendwelche ja, Karte? Ah, okay. Mal kurz auf die Karte gucken. Transistor sieht mir sehr danach aus, dass ich in das Lagerhaus rein muss. Nein. Zurück und schließen. Okay, das wird jetzt sehr lustig. Hi, Leute. Hi. Ich habe meinen Namen gehört. Jimmy, das bin ich. Klettern. Ah, ich muss ja selbst klettern. Stimmt ja, da war ja was. Suchen die mir hinterher zu kommen? Ich hoffe doch nicht. Wie, hier oben liegt ein Transistor rum? Ach, ich bitte euch. Einer von sechs. Ach du Kacke. Oh, ja, ja toll, jetzt ist gleich Nachtruhe. Ach so, genau so war das. Es gibt sechs Moves, die er uns beibringt. Und wir müssen halt jedes Mal einen Transistor haben, damit er uns was Neues zeigt. Ach so, ich habe jetzt schon gedacht, ich muss jetzt alle sechs finden. Oh, Junge, mach mir doch keine Angst. Thanks, kid. You're one of the good ones. Na, dann zeig mal her, Junge. Yeah, okay, he was my brother. Yeah. Oh, endlich den Uppercut. Einer meiner Lieblingsmoves. You got some real promise, Jimmy. Just this all. Yeah. Don't forget to bring me a transistor when you come back. Ja, ja. So, genau. Wir sollen immer mehr geben. Und den anderen Leuten vergeben. Wir hatten hier Mormen ausgeschüttet. Hey, da sind ja echt Mormen. Kann ich da auch rausrutschen? Okay, yep, ich kann. Yes, we can.
So, gehen wir jetzt mal langsam zum Schlafsaal. Ich jetzt recht überlege, werden die nächsten Missionen noch richtig geil. Also allgemeiner Spiel ist eigentlich sehr schön. Wie findet ihr das Spiel denn bisher? Ja, also könnt es mir ruhig mal in die Kommentare schreiben. Würde mich interessieren, was ihr jetzt von den Spiel haltet. Das ist ja jetzt eigentlich nur ein Projekt, sage ich mal, weil ich Bock drauf habe. Ja. Gibt es ja selten bei mir, dass ich wirklich mal wieder richtig Bock auf ein Spiel habe. Aber das Spiel ist doch cool. Ja, also das hatte mir Basti, genau, Basti hatte mir das damals mal gezeigt und das hat mir dann doch sehr gut gefallen. Ja, also nochmal schöne Grüße an Basti an der Stelle. Jetzt muss ich überlegen, wo mein Feuerwerkskörper... Ach, scheiß drauf. Gut, Leute, ich speichere jetzt hier ab. Wir haben dann jetzt schon 4,52% vom Spiel geschafft. Ja, und dann würde ich auch sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Canis Cam Edit. Bis dann, Leute. Tschüss.